Lieben. Challenge Nummer 3. Heute Ausfallschritte und Klappmesser. Bleibt schön aufrecht bei der ganzen Geschichte und macht die Ausfallschritte nach hinten im Stehen. Da müsst ihr euch in der Wohnung keinen Platz suchen und müsst nicht ständig wenden. Wenn ihr es draußen macht, könnt ihr natürlich einfach eine schöne Strecke nehmen. Ansonsten einfach nach hinten, Knie berührt und hoch. Immer schön ruhig, gleichmäßig durch. Und das immer Erfolg, wenn das Knie hinten den Boden berührt. Ja? Schön gleichmäßig ruhig, deshalb, wie ich immer wieder betone, die Minute gleichmäßig voll bekommt. Dann macht er eine Minute Pause und dann macht er einen Klappmesser. Richtig schön Schwung, legt euch lang hin. Okay, notiert eure Belohnung, notiert eure Durchgänge. Die Sachen stellen eine Tabelle zur Verfügung, wo ihr euch so ein bisschen vergleichen könnt, was euch vielleicht motiviert, am nächsten Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden mehr zu machen. Seid stark, bis gleich, ciao.